Ja, meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Ihnen jetzt die Laudatio für Herrn Dr. Horn vorzustellen. Herr Dr. Horn kann aus wichtigen Gründen heute leider beinahe nicht bei uns sein, aber er ist uns zugeschaltet und kann uns folgen. Dr. Andreas Horn ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet der tiefen Hirnstimulation. Was ist tiefe Hirnstimulation? Das ist ein minimal invasiver neurochirurgischer Eingriff, bei dem Patientinnen und Patienten hochpräzise feine Elektronen, auch Hirnschrittmacher genannt, im Hirn platziert werden, um ein bestimmtes Kerngebiet im Hirn elektrisch zu stimulieren. Sie kommen bei der Behandlung von Hirnstörungen wie der Parkinson-Erkrankung oder essentiellem Tremor, einer Erkrankung, bei der die Patienten unter rhythmischem Zittern leiden oder auch Depressionen zum Einsatz. Außerdem ermöglichen sie es, die Funktionsweise von Hirnnetzwerken zu erforschen und so das Gehirn mit seinen Erkrankungen oder Störungen besser zu verstehen. Dr. Horn hat wegweisende Beiträge zur Analyse und Anwendung dieser Methode geleistet. Er hat zeigen können, dass die tiefe Hirnstimulation krankheitstypische Verbindungen, sogenannte Konnektome, normalisieren kann und dies mit einer Verbesserung der Symptome auch einhergeht. Die hervorstechende Leistung des Preisträgers besteht in der besonderen Verbindung von Technologie und klinischer Praxis. So hat er eine Forschungssoftware entwickelt, die LEAD-DBS, die offen verfügbar ist, die sich zwischenzeitlich weltweit etabliert hat und als führende Softwareplattform auf dem Gebiet der tiefen Hirnstimulation eingesetzt wird. Sie wurde seit 2014 über 25.000 Mal heruntergeladen, ist mittlerweile ein zertifiziertes Medizinprodukt und wird routinemäßig zum Beispiel hier an der Charité in Stanford, am Johns Hopkins University Hospital und vielen anderen renommierten Universitätskliniken eingesetzt. Mehrere Facharbeiten anderer Gruppen bezeichnen sie als die einflussreichste Software im Bildgebungsbereich der tiefen Hirnstimulation. Andreas Horn ist nach dem Studium der Medizin und einer Promotion in Freiburg nach Berlin gewechselt, wo er am Max-Planck-Institut für Human Development arbeitete, zusätzlich einen MD-PhD erwarb, mit einem Exist-Stipendium eine Firma gründete, dann für 2 Jahre nach Boston ans Beth Israel Deaconess Medical Center der Harvard Medical School ging und nun seit 2019 eine DFG-geförderte Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe hier in Berlin in der Klinik für Neurologie an der Charité zu leiten. Seine Publikationsleistung ist überragend. Er ist Teilprojektleiter in einem Sonderforschungsbereich, Koordinator eines EU-Konsortiums mit dem Titel Dynastie und hat bereits mehrere Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten. Für seine spannenden und innovativen Arbeiten im interdisziplinären Feld der tiefen Hirnstimulation und der gekonnten Kombination aus Technologieentwicklung, Unternehmergeist, Wissen aus den Fächern der Neurologie, Neurochirurgie, Neuroradiologie und der Psychiatrie und dem großen Interesse am besseren Verstehen unserer Gehirnfunktion verdient er als Prototyp eines sogenannten klinischen Scientist den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2022 im besonderen Maße. Zu dieser Auszeichnung gratuliere ich im Namen der Auswahl Jury mit von ganzem Herzen. Congratulations.